Es war das Spitzenspiel der Runde. Der Tabellenführer aus Salzburg begrüßte im eigenen Stadion den Zweitplatzierten aus Wien. Für beide Mannschaften ein enorm wichtiges Spiel, konnte man doch im direkten Titelkampf Punkte gut machen. Am Ende gab es eine gerechte Punkteteilung. Und damit hält Red Bull Salzburg 4 Runden vor dem Ende 6 Punkte Vorsprung auf die Wiener, für die der Meisterschaftstitel wohl nicht mehr zu holen sein wird. Im Endeffekt haben keine 3 Punkte rausgeschaut, was unser Ziel war. Aber man kann auch sagen, das Unentschieden geht in Ordnung. Wir sind Rapid, wir spielen zu Hause. Wir spielen eigentlich immer einen offensiven, guten Fußball überhaupt zu Hause. Und das werden wir jetzt auch gegen Kapfenberg zeigen. Ja, ich glaube, das ziemlich ausgeglichen war das Spiel, war auf beiden Seiten gleich viele Chancen. Und wir sind sehr, sehr glücklich, das Unentschieden ist fast wie ein Sieg für uns. Nein, ich glaube nicht, mit Vorsicht. Wir müssen jetzt halt weiter von Spiel zu Spiel schauen und schauen, dass wir jedes Spiel gewinnen. Wir haben gespielt, um zu gewinnen. Aber 1-1 reicht auch. Wir sind noch immer 6 Punkte vorne. Naja, es ist noch nicht entschieden, weil er sind nog 12 Punkte und ich stehe 6 vorne. So, das meint, dass wir noch 7 Punkte brauchen. Und wir willen die so snel wie möglich holen, dass wir Meister sind. Und, aber es ist noch nicht vorbei. Aber wir sind 6 Punkte vorne mit 4 Spielen. So, da ist eine gute Chance. Die eine Unachtsamkeit, sonst war ja nicht wirklich viel Gefahr in unserem Strafraum. Von Seiten der Salzburger. Wir haben im Vorfeld schon gewusst, auch Salzburg hat ja nicht überragend gespielt, sondern sie haben halt irgendwie halt souverän die Punkte eingefahren. Sie haben 1-0 oder 2-1 oder 2-0 gewonnen, ohne ein überragendes Spiel zu machen. Und da haben wir gewusst, wenn wir gut dagegenhalten, können wir hier viele Chancen vorfinden und nur müssen wir sie nützen. Und das war nicht ganz der Fall heute. Ja, bis zur 80. Minute war es ein hervorragendes Spiel für uns. Wir hatten ein paar Chancen, die du immer zulassen musst. Halbherzige Chancen zugelassen, waren brandgefährlich im Konter, gingen dann auch 1-0 in Führung und ja, leider war es nicht in der 80. Minute aus und dann ja, ging es noch weiter. Ja, wir können bestimmt besser leben mit dem Unentschieden wie Rapid Wien, aber trotzdem ist es kein Sieg. Aber wir können mit dem Unentschieden leben. Ich glaube, das war ein sehr gutes Spiel auf beiden Seiten. Es gab auf beiden Seiten Torchancen, das war wirklich offen. Leider hat Rapid das erste Tor erzielt. Ich denke, wenn wir es erzielt hätten, dann wäre das Spiel vielleicht noch ein bisschen anders ausgegangen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt mit dem Unentschieden zufrieden. Es war eine super Kulisse, wirklich ein hervorragendes Fußballspiel. Und das hat riesen Spaß gemacht. Aber ich habe mich eigentlich konzentriert schon alle Tage zuvor auf das Spiel. Und deswegen war das da die Nervosität eigentlich nicht so hoch. Und das war jetzt nicht so schwierig eigentlich. Selber glaube ich, wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gesehen von beiden Mannschaften. Das Wort Spitzenspiel hat heute zu Recht den Namen gehabt. Es hat in der ersten Halbzeit schon für uns Trainer natürlich nicht so schön gewesen, aber eine Menge Torchancen auf beiden Seiten. Jetzt 2-2, 3-2 oder was ich wo stehe können. Für uns war es dann zweite Halbzeit ein bisschen schwieriger. Wir haben nicht gut begonnen, die ersten 5-6 Minuten, sind aber dann in Führung gegangen und haben sich dann ein bisschen zu viel reindrücken lassen. Der Druck ist natürlich erhöht worden von Salzburg und schade, dass der Christoph Trimmel bei dieser Aktion, wo er schon allein beim 16er ist, ja, nicht ruhig genug bleibt, um vielleicht eventuell das 2-0 zu machen. Und so haben wir noch kurz vor Schluss diesen Ausgleich hinnehmen müssen. Und ja, jetzt ist der Punkteabstand weiterhin 6 Punkte und ja, schauen wir weiter. Danke. Ich hatte auch gesagt vor dem Spiel, dass ich fand, dass Rapid und Red Bull Salzburg offensiv aufgestellt war von beiden Seiten. Und dann kriegst du auch so ein Spiel. Ja, wo das Publikum der große Gewinner ist. Ich denke, dass das doch ein Spiel war, was Werbung ist für das Fußball. Und natürlich sind wir dann ein Quäntchen glücklich, dass wir in den letzten Minuten den Ausgleich gemacht haben. Aber ich glaube, über das ganze Spiel war es auch ein gerechtes Unentschieden nach einem Rückstand von uns. Also, viel Spaß. Servus. Brett vorbei. Thank you.